Liebe Nordwestmecklenburgerinnen, liebe Nordwestmecklenburger, das Jahr 2022 neigt sich dem Ende. Wir freuen uns auf das Weihnachtsfest. Ich freue mich auf das Weihnachtsfest im Kreise von Freunden, von der Familie. Was Traditionelles, was Althergebrachtes, was Gutes, auf das wir uns freuen können. Leider waren die zurückliegenden Monate in diesem Jahr nicht von schönen Ereignissen geprägt. Ich persönlich hatte gehofft und gedacht, dass wir Corona besiegen und das Vor-Corona-Niveau wieder erreichen können. Leider hat uns der Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine am 24. Februar eines Besseren belehrt. Der Frieden in Europa wurde aufgekündigt. Es ist eine große Fluchtbewegung entstanden, innerhalb der Ukraine und auch außerhalb der Ukraine. Viele Menschen sind vor dem schrecklichen Krieg geflohen, der bis heute andauert. Über 2700 Menschen haben Zuflucht bei uns gefunden, bei uns in Nordwestmecklenburg, und das dank ihrer Hilfe, dank ihrer großen Solidarität für alle Menschen, die zu uns gekommen sind. Dafür möchte ich mich auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen sehr herzlich bedanken. Ohne sie wäre das in dieser Dimension nicht möglich gewesen. Die Folgen des Krieges, die Energiekrise, die Inflation, allein die Kostensteigerungen belasten uns alle sehr. Die Landes- und die Bundesregierung haben erste Maßnahmen ergriffen, um diese Folgen abzumildern. Und wir hoffen alle gemeinsam, dass das auch eintritt. Wir sind natürlich selbst als Landkreis mit dem Fachdienst Bevölkerungsschutz dabei, die Krise vorzubeugen, vorzusorgen für den Fall der Fälle, dass sie eintritt. Die Wahrscheinlichkeit ist aber äußerst gering. Trotzdem sind wir in den letzten Monaten dabei, das vorzuplanen, vorzubereiten mit allen Städten, mit allen Gemeinden bei uns im Landkreis. Wir haben aber auch, und das dürfen wir nicht vergessen, ein normales Leben, normale Themen, die wir weiter angehen müssen. So habe ich das Thema Strukturveränderung innerhalb der Kreisverwaltung vorangebracht. Wir haben die Straßenbau- und Radwegebaumaßnahmen fortgeführt, haben gerade in den letzten Wochen wieder einen Radweg fertigstellen können und übergeben können für die Öffentlichkeit. Der Breitbandausbau ist im ersten Bauabschnitt fertiggestellt worden und konnten so dadurch über 20.000 Haushalte ans Netz anschließen. Über 20.000 Haushalte heißt schnelles Internet im Glasfaserniveau. Das freut mich sehr. Auch das Thema Gesundheit, wenn auch gerade in der jetzigen Zeit, ist ein großes Thema. Neben den vielen Viren, die uns gerade alle beschäftigen, möchte ich sagen, dass auch gerade zu den Feiertagen die Kolleginnen und Kollegen bei der Polizei, bei der Feuerwehr, im Rettungsdienst, an der Supermarktkasse, bei der Post trotzdem für uns alle arbeiten. Und ich möchte mich bei allen dafür bedanken, dass Sie das Rad weiter drehen lassen, die Gesellschaft weiter drehen lassen, auch an die ganzen Kollegen in den Krankenhäusern, in den Kinderarztpraxen, wo gerade überall Personal so dringend benötigt wird. Es gilt jetzt, uns zu besinnen, in ein ruhiges Fahrwasser zu gelangen, die Weihnachtsfeiertage zu genießen. Ich möchte mich bei Ihnen allen sehr herzlich bedanken nochmal und bin stolz, hier Landrat sein zu dürfen in diesem Landkreis. Mittlerweile über 18 Monate sind es schon geworden. Ich wünsche Ihnen eine ruhige Zeit und einen guten Start ins neue Jahr 2023.